Gut, das heißt, wir müssen jetzt ein paar CDs suchen, Freunde. Wir werden jetzt erstmal hier zu dem Block gehen. Und... Oh, bisschen Geld hier. Einsammeln. Das wollte ich sagen. Also, wir haben ja schon zwei CDs im Gepäck. Hast du alle das gefunden? Naja, zwei. Also, wir haben eine Platte des Teases mit Satte Vibes. Herzblatt-Pop. Nehmen wir mal Herzblatt-Pop. So, das hier ist für alle schrecklichen Monster da draußen. Los geht's. Ich bin gespannt. Das ist wie in so der schlechten 80er Jahre. Ich hasse es! Dieser Song war schon zu oft gespielt, als er das erste Mal im Radio gelaufen ist. Man wollte uns dazu bringen, ihn zu mögen, indem man ihn rauf und runter gespielt hat. Ja! Die besten 5 Sekunden könnte man zusammenschneiden und für Werbung benutzen. Der Rest ist völliger Schrott. Eindeutig. Eindeutig da oben. Da oben ist Dieter Bohlen, der einfach abgefuckt ist von allen Songs. Das ist genau so eine Bohlen-Antwort. Er scheint kein Fan davon zu sein. Probier mal eine andere Disc. Es gibt noch welche zu finden. Und zwar 3, um genau zu sein. Ja, ich hätte da noch eine. Hast du alle Discs gefunden? Nee, alle nicht. Aber hier, ich hätte noch die satten Vibes. So, das ist hier für alle schrecklichen Monster da draußen. Los geht's. Da sind wir jetzt 80er Jahre. Ich hasse es. ja, gut. Ich verstehe, warum den Leuten so etwas gefällt. Aber für mich ist das einfach nichts. Das ist schon wieder cool. Wobei mich das... Es gibt ein Lied, was ich... Ich habe die Melodie im Kopf. Aber ich weiß nicht, wie es heißt. So, das andere haben wir ja so schnell jetzt vorbeiziehen lassen. Das wollten wir uns jetzt mal ein paar Sekunden geben, so, sorry. Oh, er scheint kein Fan davon zu sein. Probier mal eine andere Disc. Es gibt noch welche zu finden, und zwar 2, um genau zu sein. Das finde ich ist ja jetzt schon wieder cool gemacht mit den CDs und diesem Party-Raum. Können wir die hier... Was ist das denn? Ah, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Das ist auch geil. Und wie funktioniert bei euch die Elektrik? Gar nicht. Wir treiben, es ist tot betrieben. Geil, guck mal. Es gibt die, der Club hat noch eine 2. Etage. Wie geil ist das denn? Alter. Das ist mein richtiger Underground-Club. Der ist so underground. In der Pyramide. Eigentlich die perfekte Location, ne? Da ist zwar wieder das Problem mit der Luftfeuchtigkeit. Es gibt nichts Schlimmeres als in irgendwelchen Clubs, wenn die Luftfeuchtigkeit so ekelhaft hoch ist. Was? Was? Tanz mit uns! Okay. Alle zusammen? Oh, wie cool! Das ist die besteste Arena, die wir hier in diesem ganzen Spiel hatten. Es ist einfach... Es ist eine Party-Arena. Ach, es fehlt mir so. Ich weiß gar nicht, wenn Corona vorbei ist und wir endlich wieder feiern können. Ach, Leute, ne? So, aber wie sortieren wir das an? Vielleicht... Es sieht ganz falsch aus, auf ganz vielen Ebenen irgendwie. Ach stimmt, Geister waren ja auch noch dabei. Ja, okay, dann nehmen wir die Kolorisenstiefel und probieren jetzt den Drama ein Ende zu setzen. Das sieht ja total scheiße aus. Ich hab nicht gesehen. Dabei war. Haben wir die am Anfang gesehen, dass sie dabei waren? Was schalten wir denn jetzt aus, ist die Frage. Wir haben hier irgendwie so viel. Effektiver ist es, glaube ich, auf die Geister zu gehen, ne? Sonst haben wir ja das nächste Mal auch wieder das Problem. Ah, wir haben noch eine Runde. Dann würde ich fast... Ich weiß, einer ist zwar immer blöd, aber auf die habe ich echt keinen Bock, ne? Pass auf, unten! Unten in der Etage ist vielleicht der VIP-Bereich. Das könnte ich mir vorstellen. Na, du Scheigei, bist du so ein Türsteher-Scheigei oder was? Kommst du nicht in den Club? Wir nehmen mal die normalen Stiefel. So. Aus die Maus, Ende Gelände. So. Nix.
mit Türsteherei. 1300 Öcken haben wir. Ist bestimmt hier VIP, könnte ich mir vorstellen. Ich bin sehr gespannt. So, die Armen. Ah, das Spinnennetz. Oh, guck mal. Also. Also, ich glaube, wir müssen vielleicht erst die Spinne besiegen. Oder läuft die einfach nur so hier rum? Wir sehen ja jetzt hier verschiedene Symbole auf den Sarkophagen. Können wir alle vielleicht öffnen? Müssen wir hier eine Reihenfolge machen? Du bist nicht stark genug, um das allein aufzumachen. Und ich kann dir dabei nicht helfen. Okay. Wir beseitigen erstmal die Spinnen. Die sind so riesig. Alle Gegner sehen irgendwie so klein aus und diese Spinnen passen noch nicht mal in ein so ein Feld. Meinst du, die waren anders geplant ursprünglich mal? Ist das so eine Option? Ich weiß nicht. Das sieht ziemlich kacke aus schon wieder. Wir nehmen jetzt einfach mal den Hammer, um es so komplett zu zerstören. Der wird bestimmt dann nicht mehr ausreichen. Prima! Eine! Ah, ist doch blöd! So, immerhin sind die schon mal weg. Jetzt macht er wenigstens noch eine weg. Das ist gut. Jetzt haben wir nur noch drei. Wenn die jetzt keine neuen Spinnen rufen, sollten wir es vielleicht jetzt im nächsten erledigen können. Wir werden einsetzen die Koloreisenstiefel. Wenn du es einmal raufbeschwörst, ne? Ohne Witz, wenn du es heraufbeschwörst. Also, wir werden den hier hindrehen und ja, der Sim, ich wollte gerade sagen, das ist leichter, aber das ist nicht leichter. Und dann haben wir hier so eine hässliche Lücke. Ich habe keine Ahnung. Hätte man vermutlich auch irgendwie anders machen können. Dann nehmen wir jetzt gleich mal die Cola-Stiefel. Einfach CDs suchen. Ohne Witz, das feiere ich ja ultra. Und jetzt nehmen wir, können wir mit dem Hammer? Ja, kriegen wir auch nur zwei. Also, es ist gehopst wie gesprungen. Dann können wir auch noch mal springen. Weil es ist ja gehopst. Schippe drauf. Nicht gut, Schippe drauf. Das heißt, wir tauchen ja auch in seiner Veröffentlichung auf, ne? Also, hier ist irgendein Hinweis. Oh, hier ist ein Herz. Tja, wir schaffen es nicht. Oh, hier ist eine CD. Okay, dann... warte mal, springen drauf. Oh, Entschuldigung. Ah. Also, hier ist eine CD, aber ich weiß nicht, wie wir rankommen sollen. Aber gibt es hier irgendwo einen Code? Haben wir den gesehen? Und wer könnte uns helfen? Also. Ah, das sieht ja fast aus wie Memory irgendwie. Doch, jetzt komme ich hier rauf. Ah, super. Maxi Power. Oh mein Gott, da erwarte ich aber Uts. Ja, guck mal, hier sind so eine Kratzspuren. Kann er hier vielleicht graben? Warte mal, untersuchen. Ich stand auch irgendwas mit untersuchen. Hm, diese Spuren. Sieht aus, als hätte hier etwas über den Boden geschleift. Die Lampe vielleicht? Ah! La Lampe! Okay. Drei nach links über der Sonne gelegen. Nur mit der Stärke von 10 kannst du etwas bewegen. Drei, warte mal. Drei nach links
Also Sonne. 3 nach links über Sonne. Stärke von 10. Stärke von 10. Also das heißt ja, wir können es alleine so nicht schaffen. 3 über der... Also hier haben wir die Sonne. Und 3 da drüber? Nein, 3 nach links. 1, 2, 3. Das wäre hier. Und da klingelt es auch. Wird vermutlich dann der Sarkophag sein. Also wir laufen erst nochmal weiter. Hier ging es ja noch weiter, wenn ich es richtig gesehen habe. Können wir hier graben? Nö, sah jetzt nicht so aus. Oh, da ist noch eine CD. Aber guckt euch den Weg an. Vielleicht fallen die ja jetzt um. Auch nicht? Die Perspektive ist geil. Irgendwas passiert doch hier. Oh, warte mal. Fehler? Nein, Tür. Wir holen erst die CD. Erst die CD. Die goldene CD. Ah oh nein, schlag mich doch nicht immer. Oh, ich kann mir die CD nicht holen. Ah, doch, warte mal. Warte. Distanziert vielleicht. Haha, siehst du, manchmal ist es doch ganz gut, einfach nur dagegen zu klopfen. Und wir werden jetzt versuchen... Warte, da war was. Ah, mit den Falldarmen kommen wir an die an den Schauer-Thrill. So sieht Freude aus. Ah, guck mal, hier kommen wir raus. Gut. Aber warum klingelt es denn hier immer noch, als wären hier versteckte Tots? Ah, vielleicht gibt es da ja noch einen Geheimgang auf der linken Seite, den wir noch nicht entdeckt haben. Möglich wäre dies. Und wir haben jetzt beide CDs, die noch gefehlt haben. Ist die Frage, mit welcher fangen wir an? Ich könnte mir vorstellen, dass diese Thrill-CD... Das ist, was derjenige da oben hören will. Daher würde ich ihm tatsächlich, hast du allerdings gefunden, erstmal die Maxi-Power geben. Maxi-Power, ich bin gespannt. So, das ist hier für alle schreckliche Monster da draußen. Los geht's. Ist so ein Spruch von allen Alleinunterhaltern. So, da gibt's so schlechte DJs. So. Ich hasse es! Ja, ich weiß auch noch nicht so ganz, ob ich es lieben oder hassen soll. Ja, so. Ja, schwierig. Sehe ich aus wie ein Stepptänzer? Viel zu schnell. Runter mit dem Tempo. Oder besser noch runter mit dem Album vom Plattenteller und ab in den Müll damit. Nein, danke. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, Peach ist da eingesperrt. Die, weiß ich nicht, gerade ihre Periode hatte da auf einem schlechten Trip irgendwie ist und einfach grubbelig ist. Es scheint kein Fan davon zu sein. Probier mal eine andere Disc. Es gibt noch welche zu finden. Und zwar eine, um genau zu sein. Ja, und diese eine, denn nur eine, kann in dem jetzt ums Germany's Next Top, jetzt alle Trash-TV-Sendungen einmal dran gehabt zu haben. Wer Germany's Next Top Model verfolgt, der weiß, es gibt nur eine Disc, die den Unbekannten dort oben erfreuen kann. Denn nur eine Disc wird den Unbekannten erfreuen und zum Tanzen bringen. Und nur eine Disc wird uns zeigen, wer sich da hinter der Tür verbirgt. Und nur eine Disc ist jetzt noch übrig. Oh, ich bin beschädigt vom Fernsehen. So, das ist hier für alle schreckliche Monster da draußen. Los geht's. Super Mario Dance! So ein bisschen abgewandelt. Groovig! Ich habe ja Angst. Was ist da hinter? Was ist denn? Ein alter Falter? Ich muss mir erst den Sound ein bisschen geben. Eine Wii-Fernbedienung? Ja, ist das eine Switch-Fernbedienung?
Oh, diese Bassline lässt mein Körper Dinge tun, die ich nie will. Ach, ich bin sehr grenzwertig als sonst. Oh, diese Bassline lässt mein Körper Dinge tun, die ich nie für möglich gehalten hätte. Yeah! Halt, Moment! Ich will auf der Tanzfläche nicht allein sein. Warum ist hier so tote Hose? Wer hat die Stimmung gekillt? Du vielleicht? Ich lege hier keine Kesselsohle aufs Parkett, wenn nicht alle anderen auch die Fetzen fliegen lassen. Na, wenigstens scheint ihm die Musik zu gefallen. Aber wir müssen was wegen der Tanzfläche machen. Normalerweise kriege ich sie ohne Probleme voll, aber dieser Typ lässt mich ja nichts spielen. Oh, aber vielleicht kriegen wir diese gesichtslosen Tots zum Tanzen. Was? Ich ahne Böses. Sollen wir jetzt so Rattenfänger von Abelmäßig sich alle einsammeln? Hier, nimm diese alte tragbare Musikmaschine. Eine Disc ist schon drin. Lauf etwas herum, spiel Musik ab und ich garantiere dir, dass diese Tots dir folgen. Wir brauchen so ungefähr 40, schätze ich. Viel Glück. 40? Sind sie wie am Ballermann, wenn die so auf Probotour sind und versuchen Party-People einzusammeln, ne? Oh nein, oder? Och nein! Und die dürfen jetzt auch nicht alle verlieren, richtig? Achso, aber es sieht nur so aus, als wäre nur einer, der uns hinterherläuft, ne? 40, so viel sind hier doch niemals im Leben. Komm, wir laufen erstmal zu der Tür hin. Hey, los! Alle auf die Tanzfläche sofort! Es sah aus wie eine Switch-Fernbedienung. Finde ich ja geil, so dieses geheimnisvoll mysteriöse. So, das heißt, wir laufen jetzt erstmal nach unten. Wie kriegen wir die denn da aus dem Spinnnetz raus? Können wir da springen? Von 10. Wahrscheinlich kriegen wir es auf, wenn wir 10 haben. Was ist denn bei dem Mond jetzt hier los? Irgendwer ist drin, der die Musik feiert. Ja, also, ja, wir müssen auch irgendwie an die Tots aus dem Spinnendings daran, ne? Laufen wir jetzt mit so einem Ghetto-Blaster durch die Pyramide? Ich glaub's nicht. So, da haben wir doch einen. Hier, warte mal, hier kamen wir doch hier. Das heißt, wir müssen jetzt sowieso nochmal komplett zum Anfang laufen. Und irgendwie Tots einsammeln. Aber waren das so viele? Es kam mir gar nicht so viele vor. Auf eine Scharenschlacht habe ich natürlich jetzt keine Lust, deswegen laufen wir dann dran vorbei. Aber er sah auch aus, als wäre er vor am Dancen, oder? Tja, wie kommen wir an die ran? Keine Ahnung, wie wir an die rankommen sollen. Und wenn wir 10 von denen bei uns haben, kriegen wir vielleicht auch den Sarkophag auf? Kommt alle Party machen, heißt das ja jetzt übersetzt, ne? Wir laufen rum und suchen Tots. Alle gestapelt hintereinander. Alle ordentlich. Ich dachte, man sieht immer nur einen. So, müssen wir dich jetzt rausholen? Nein, du kommst automatisch mit. Gut. Dann feiern wir alle zusammen eine Party? Okay, richtig verstörend. Ultra verstörend. So, wir laufen jetzt nach links. Also, wir müssen tatsächlich komplett zum Anfang laufen. Waren wir hier schon drin? Ah, hier ist ein Riesenbuhu. Erleuchtet.
Er tut uns weh und er gefällt mir nicht. Wo kommt der denn auf einmal her? Was machst du hier und warum bist du hier? Kam er jetzt auch kein Top raus, ne? Ah, okay, da sind wir hier. I understand. Hier waren jetzt aber auch keine mehr drin, ne? Nee, auch nicht. Ist ja lustig, dass da einfach so ein Geist jetzt noch gewesen ist. Okay, also, wir speichern nochmal eine Runde. Haben wir die Todd-Klingel an? Das würde ja jetzt am meisten Sinn machen. Ja, okay, haben wir an. Gut, gut. Graben wir nochmal ein bisschen. Wieder auf magische Weise das Radio verschwindet, auch gut. Sollten wir vielleicht nicht tun. Kommt alle auf die Dancefläche. Ja, ist halt die Frage, wie wir jetzt an die ganzen da in den Netz rankommen sollen, ne? Waren hier am Anfang noch welche? Nee, da sind wir jetzt komplett am Anfang. Aber sind das 26, die da hängen? Weil da sind wir ja dann raus. Ah, jetzt weiterlaufen, sind wir raus. Haben sie einfach ihr Gesicht verloren? Ist ja auch echt fies, ne? Tja. Müssen wir jetzt echt klären, wie wir an das Spinnennetz rankommen, ne? Oder an die Tots auf dem Spinnennetz. Aber als Club-Location eignet sich das 1A, ne? So, wie kommen wir jetzt an die? Olivia, sag mal. Ich wünschte, wir könnten den armen Tots in diesem Netz helfen, aber von hier können wir nichts tun. Von hier nicht, aber von woanders vielleicht. Von der anderen Stelle. Weil von unten kann man ja nichts machen. Ah, er sah aus, als würde er tanzen, ne? Blöd. Bin ich jetzt doch mitten reingerannt. Also, die hatten wir vorhin schon, ne? Wie habe ich denn das da gemacht? Ich glaube, so und so und... Ah! Um eins falsch. Scheiße. Das war so natürlich nicht vorgesehen. Ärgerlich. Ist genau einer, der übrig bleibt, ne? Das heißt, die Runde war eigentlich komplett fürs Prolog, weil sie dadurch jetzt alle aufstehen werden. Wenn er jetzt nicht da irgendwie noch hilft und... Okay. Gut, weil sonst hätten wir die ganze Runde nochmal machen müssen. Ärgerlich. Aber sind das wirklich 26 dort unten? Meinst du... Ich würde ja eher denken, dass hier vielleicht irgendwie... Können wir die nochmal runterschlagen? Nee. Dass hier vielleicht der Sarkophag auch nochmal aufgeht und wir tatsächlich noch einen weiteren Gang erhalten. Wobei wir ja eigentlich jetzt genügend haben müssten. Vielleicht können wir jetzt die Sarkophagdeckel bewegen. Ah, stimmt. Wir haben ja jetzt noch einige eingesammelt auf dem Weg. Ja, das können wir probieren. Warte mal, wie kommen wir da hin? Ach so, genau, da unten. Zusammen mit den Tots. So, aber das war jetzt nur einer, ne? Können wir jetzt alle bewegen? Hier müsste dann ja irgendwie sowas im Weg sein. Oh nein. Also mich interessieren eigentlich natürlich alle, ne? Vielleicht ist da ja dann auch sowas wie ein Geheimgang dahinter, ne? Der uns dann da in dieses Netz führt.
Ich weiß es noch nicht. Ah, ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, siehst du, da gebe ich mir schon gar keine Mühe mehr. Aufgegeben, einfach aufgegeben. Die leben ja auch noch. Alle sterben, alle verrecken. Ja, Kolo Eisenstiefel und weg damit. Und wir haben trotzdem noch welche übrig. Weil ich Scheiße ansortiert habe. Stippe drauf. Yes. Okay, da waren es nur noch zwei. Ah, die mich mobben. Angreifen. Und ablecken. Also, jetzt wollte ich gerade mal aufmerksam sein und da... Gut, dann einmal mit den Colorstiefeln. Dann sind auch die schon wieder kaputt. Wir müssen auf jeden Fall Stiefel einkaufen, Freunde, wenn wir hier raus sind. Aber jetzt werde ich erstmal noch eine Aufnahme machen. Und wir werden gleich noch eine weitere Folge aufnehmen. Und weiter gucken, was sich hier hinter den Sarkophagen verbirgt. Mit unserem Ghetto-Blaster durch die Pyramiden.